So, wir kommen zurück, Folge 23 mit Let's Play Subnautica. Wir steigen oder wir fahren hinab in die Tiefen von dieser Höhle, denn da gibt es die Degasi-Basis. Und vermutlich überhaupt nichts Schlimmes. Wird schon seinen Grund haben, warum die hier am Arsch sind. 126 Meter und wir steigen hinab in ein neues Ökosystem. Und da ist die Basis. Meine Güte, sieht das hübsch aus. Oh, wir sind 190 Meter tief. Und da sind irgendwelche ekligen Schlangenviecher. Okay, das heißt, wir brauchen was Tieferes. Da kommen wir nämlich auch nicht hin. Das sind 190 Meter. Wenn wir da runtergehen, dann werden wir wahrscheinlich zerquetscht wie eine Ameise. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Tiefer können wir nicht. Das sind die Basis 250 Meter tief. Und räuberische Kreaturen sind hier in der Nähe. Da sehen wir sie auch schon. Okay. Können wir leider auch nicht machen. Weil wir nicht so tief kommen können. Das heißt, wir brauchen da ein Upgrade für unsere Seemotte. Ich weiß, dass es ein Upgrade gibt, damit man tiefer kommt. Aber wir können noch ein paar Ressourcen mitnehmen. Aber nicht, wenn der Sandteil da ist. Böse Sandteil. Nein, 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 nein. Gold. Ich zieh weg hier. So, dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück, dass wir vielleicht mal ein bisschen weiter unsere Basis ausbauen. Fahren wir mal nach Hause. War jetzt nicht so spektakulär. Aber wir kommen halt noch nicht tief genug. Das ist halt unser Dilemma. Fisch. Eine Menge Pirscher, die uns aber nicht mehr so viel anhaben können, ehrlich gesagt. Wir könnten aber auch mal zu Aurora schwimmen fahren. Das wäre auch mal eine Möglichkeit. So, wir packen unsere Seemotte wieder. Dann werden wir mal etwas trinken. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Jede Menge Metalle haben wir wieder eingesammelt. Oh, ich hätte eigentlich erstmal rübergehen. Ach stimmt, hier kann man nichts mehr einlagern. Wir müssen mal rüberlagern. Kupfererz, Blei, Titan. Nee, Titan kommt hier nicht rein. Das ist Quatsch. Hier kommt auf jeden Fall noch Silber und Gold rein. Quarz. Und Salz kommt bei Medizin rein. So. Dann schnabulieren wir uns noch das Titan. Ich könnte mal die Lampe ausmachen, aber hey. So, jede Menge Titan.
Bauen wir mal unsere Hütte noch ein bisschen aus. Ach du Scheiße, haben wir richtig viel Titan. Das trifft sich ganz gut. Wir können hier drüben noch was bauen. Oder wir bauen jetzt hier einen Gang. Das würde ich schon gerne machen, aber ich glaube, das können wir vergessen. Weil halt so. Weil wir hier nämlich nicht weiterbauen können. Wir können aber schon mal ein bisschen... Genau, den Scanner mal das Ressourcen und Wachs in Reichweite. Dann gucken wir mal, dass wir... Genau, hier das... Können wir vergessen, das können wir nicht ranbauen. Also müssen wir schauen, dass wir hier woanders weiterbauen. Am besten in diese Richtung. This way. Bleifield. Große Frage, die ich mir jetzt stelle. Haben wir genug Blei? Ich glaube nämlich nicht. Hier, das ist glaube ich Lithium. Genau, das ist kein Blei. Ich glaube, wir haben gar kein Blei. Ha! Wir haben kein Blei, Freunde! Doch, da haben wir Blei. Wir müssen auf Entdeckungskugeln gehen. Wir können eigentlich nochmal auf der Insel spazieren gehen. Da gab es so krass viel... Lapp. Da gab es so viel krass viel Zeug. Raus. Ich wollte gerade was anderes machen, denn ich wollte mal gucken, wir müssen das auch ein bisschen stabil bauen, das Ding. Reicht denn das? Ich meine, von der anderen Seite haben wir das auch schon gebaut, ne? Das würde sogar reichen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach... was bauen wir denn? Wir bauen ein S-Segment. Würde das gehen, dass wir das Segment hier ranbauen? Und da oben? Ah, jetzt muss ich von innen bauen, glaube ich. Ich putze die Leiter hoch. Ja, wir sehen hier auch gar nichts, ne? Also können wir hier tatsächlich mal ein paar Fensterscheiben reinbauen. Ich weiß gar nicht. Das ist ein bisschen schwierig, gerade rauszufinden, in welche Richtung ich das bauen muss. In die Richtung will ich das bauen. Das heißt hier... Das würde gehen. Oder wir bauen es erstmal gerade. Geringe strukturelle Integrität. Ach, drehen. Würde das gehen? Das würde gehen. So, schauen wir uns das mal von unten an. Man kann das ja erstmal tatsächlich erstmal checken, wie es aussieht. So würde das aussehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier noch... da müssen wir es doch dekonstruieren. Da müssen wir das außen ranbauen. Also nicht in die Mitte, sondern an das mittlere Ding. Alles ein bisschen kompliziert, was ich hier gerade mache. Nicht an das, sondern an das. Da müssen wir es ranbauen. Drehen.
Das geht gar nicht. Wir können das nicht schräg ranbauen. Das ist ein bisschen ätzend. Das heißt, es geht eigentlich nur in L-Segment, oder? Also wir können das da gar nicht ranbauen. Noch. Oh, das ist natürlich ein Mist. Hoch 10. Na gut, dann werden wir, glaube ich, erstmal die Fensterscheiben bauen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Glas. Glas haben wir noch jede Menge rumliegen. Hier haben wir noch jede Menge Glas und Quarz. Ah, ja, wenn schon, denn schon, ne? Müssen wir demnächst auch mal wieder ein bisschen Glas sammeln. Dann machen wir auf den schrägen. Also hier. Jetzt mal eine Fensterscheibe rein. Und ich würde sagen, hier auch. Oder auf der gegenüberliegenden Seite. Ach, ist das herrlich. Welch ein schöner Ausblick. Wunderschön. Ja, aber wie machen wir das jetzt am klügsten? Wir haben ja nicht die... Wir haben ja tatsächlich nicht die... die Möglichkeit, dass wir... Doch, wir haben schon die Möglichkeit, aber es ist ein bisschen schwierig, weil das könnte möglicherweise dazu führen, dass unsere Basis kaputt geht. Oder, was wir auch machen können, und das ist möglicherweise sogar das, was am sinnvollsten wäre. Kann ich eigentlich... Ich müsste doch theoretisch... Eigentlich... Die Luke hier weg. Und dann bauen wir die Luke hier ran. Wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller. Vielleicht möchte ich unten auch eine Luke haben. Aber das wäre sinnvoller, weil wir dann oben ja sowieso unser ganzes Zeug hinbauen. Das heißt, wir möchten jetzt... Wir haben hier ein T-Segment. Ein T-Segment haben wir. Das könnten wir theoretisch da oben ranbauen. Also das habe ich direkt angedockt, ist mir so ein bisschen schleierhaft. Na gut, dann werden wir, glaube ich, mal in die Luke kurz reinmarschieren. Welcome aboard, Captain. Genau, wir wollen ja hier ein T-Segment. Möglicherweise hält das vorne und hinten nicht. Deshalb müssen wir da jetzt gleich noch eine Stütze dran bauen, vermute ich. Das heißt, können wir das machen? Oh, eine vertikale Verbindung. Is it possible? I have no idea, but... We can try it. Ich das jetzt baue. Ach, jetzt ist da die Verbindung. Die Frage ist jetzt aber...
kann ich denn da direkt runtergehen? Oder wie sieht es da jetzt aus? Wir müssen mal ausprobieren. Können wir hier eine Leiter bauen? Ja, wir können eine Leiter bauen. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier eine Leiter. Aber irgendwie ist hier ein Bug mit dem Wasser, was ein bisschen ätzend ist. Okay, so, das haben wir schon. Das heißt, wir haben hier eine Leiter. Können wir auch dran vorbeigehen. Eigentlich ist es ein bisschen dumm. Aber wir können dann zumindest die Decks tauschen. Gut, das ist schon mal gut. Was ist eigentlich, finde ich, eine Röhrenverbindung? Eine vertikale, senkrechte Röhrenverbindung. Das geht nicht, ne? Das ist was anderes. Wie geht das? Auf jeden Fall. Seek fluid intake. Oh, wir müssen Flüssigkeit aufnehmen. Das ist kein Problem, wir haben Wasser. Vital signs stabilizing. Ich denke, wir werden mal kurz nach oben gehen und schauen, was so eine Verstärkung nochmal wert ist. Titan und Lithium. Davon hatten wir ein bisschen was. Nicht genau 3 Stück. Auch ein paar Verstärkungen, falls wir dann doch mal, weil die Dinger können natürlich auch kaputt gehen, gar keine Frage, ne? So, unsere Basis. Unsere hübsche Basis. Hier ist unser Eingang. Wir brauchen, genau, wir können hier mal eine Verstärkung ranbauen. Damit die Hülle gefestigt ist. Hier haben wir 2 Wege nach außen. So. Gehen wir mal kurz raus und schauen uns von außen die Sache an. Das sieht schon nach was aus. Das heißt, wir können nach links und nach rechts jetzt bauen. Blei haben wir, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich echt erinnere. Können das aber alles schon mal ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, hier möchten wir auf jeden Fall ein Dingsy-Bingsy haben. Naja, eigentlich müssen wir es wieder dekonstruieren. Das Fundament, wir wollen das eigentlich genau in die Mitte legen. Das geht gar nicht. Jetzt hier noch ein Fundament reinlegen? Nee, das geht gar nicht. Das ist ja nicht so gut dann. Aber hier hinten können wir wieder ein Fundament setzen, oder? Das geht, solange wir das nicht gebaut haben, geht das nicht. Na gut, dann machen wir das wieder kaputt. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt, wir bauen jetzt hier vielleicht unseren Scannerraum hin. Was brauchen der? Kupfererz, Gold und eine Tischkoralle. Und dann Scannerraum. Das können wir vielleicht machen. Dann bauen wir hier jetzt. Oh, ich muss mal wieder hochgehen. So, wir können jetzt hier nach links und rechts bauen jeweils. Thank you.
Na, eben gerade ging's. Das ist aber kompliziert. Jetzt haben wir's. Na, will er das nicht machen? Okay. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Okay, das werde ich machen. Dann machen wir erstmal die eine Sache da fertig. Und nicht mal so viel Glas. Das ist natürlich nicht so schön. Zumindest mal sehen, wie wir das jetzt weiterbauen wollen. Kann ich hier jetzt vielleicht so ein S-Segment bauen? Aber das geht gar nicht. Ein S-Segment gibt es ja gar nicht. Aber hier drehen, 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 drehen. Nee, das macht keinen Sinn. Ich würde das halt gerne nach unten bauen, aber wie? Ah, eine vertikale Verbindung, aber die geht ja immer noch nicht. Wahrscheinlich geht die erst, wenn man das halt dementsprechend tief gebaut hat. Kann man das vielleicht drehen? Ich blick da nicht durch. Muss das mal von außen anschauen. Also wir können das hier ranbauen. Lass uns mal das drehen. Man kann sich nach unten drehen. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Dann machen wir das anders. Wir werden das bauen so. Wieder dekonstruieren. Die werden wir nämlich woanders hinpacken. Die Luke werden wir hier drüben jetzt hinpacken. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, jetzt haben wir dann die Luke. Geht denn das, dass ich hier jetzt den Scannerraum, obwohl den Scannerraum würde ich gerne weiter draußen hinsetzen. Theoretisch müsste das doch gehen, oder? Dass ich den Scannerraum hier hinstelle.
Nein, den Scannerraum können wir hier nicht hinstellen. Ich habe gedacht, das geht. Glas. Sind wir die tatsächlich hier jetzt mal tatsächlich miteinander verbinden, aber das kann ich nur so drehen. Man kann es halt nicht vertikal drehen, ne? Das ist halt. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Dass man das nach unten setzen kann, das kann man auch nicht nach unten setzen. Schade. Das ja auch nicht. Das gehen? Nein. Und das geht ja auch nicht. Wozu? Oxygen. Oh. Ich weiß nicht ganz genau, wozu man die senkrechte Verbindung benötigt. Das ist alles gerade so ein bisschen frustrierend, muss ich gestehen. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Aber wir können ja nicht nach unten bauen. Na gut, dann müssen wir das dann doch anders bauen. Sie bauen das da ran. Hieran können wir es nicht bauen, wir können es nur daran bauen. Ups. Können wir denn jetzt hier, so rein von der Theorie hier, müssen wir doch hier jetzt ein Observatorium ranbauen können. Ich probier das mal aus. Emuliertes Glas. Da kann man nämlich direkt in die Schwärze sehen. Ich komme da nicht hoch, weil das Ding schon zum Teil gebaut ist. Dann machen wir es doch ganz anders. Dann bauen wir doch einfach hier den Scannerraum hin. Dann müsste doch genau da drauf passen. So von der Theorie her. Guck
Kupfererz und Titan und Gold brauchen wir dafür. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal Blei finden, ne? Welcome aboard, Captain. So, was brauchen wir dafür für das Verbindungsstück? Brauchen wir Glas. Haben wir kein Glas mehr? Calorie intake recommended. Oh, wir haben nichts mehr. Ah, wir müssen Essen fassen gehen. Da habe ich die ganze Zeit rumgetrödelt. Für das Ding bekomme hier für die Fahrzeugstation. Da gibt es ja noch ein Upgrade, dass man dann halt die Dingsbums auch upgraden kann. Was ist das denn? Ja, ich hab gerade gedacht, was ist das für ein mega großer Fisch? Aber es ist nur ein Gary-Fisch. Es ist nur ein Gary-Fisch. Wenn man stehen bleiben würde, es ist mit dem Gamepad einfach so schwer zu machen. Hole ich mir. So. Disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. So, wir haben jetzt auch mal was gekocht. Vital signs stabilizing. So, dann würde ich sagen, wir brauchen mehr Wasser. Was brauchen wir für die Chlorbleiche? Weiche Bauch, Salzablagerung und Röhrenkorallen. Oh. Stimmt, die guten alten Röhren. Hier sind wir komplett falsch. Oh doch, wir sind komplett richtig gewesen. Ich brauchte das Salz. Wieso bin ich eigentlich hier hingegangen? Hier schwimmen Fische durch unsere Basis. Finde ich nicht lustig. Glas, aber wir haben nicht mehr so viel Glas. Ist aber egal, wir wollen es trotzdem. Medizin, ein bisschen Salz. Ah, wir haben noch Wasser. Na gut, dann brauchen wir. Reicht das vielleicht sogar? Ja, gut, aber wir nehmen das Salz mal raus. Muss den Fabrikator echt mal auf die andere Ebene setzen. Ich will demnächst mal ein großes Vorhaben.
So. Biomüll. Medizin, da können wir wieder einen reinschalten, zwei reinmachen. Jede Menge Wasser. Dreimal behalten wir. Wir haben hier Lithium. Wozu brauchte ich das nochmal? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall können wir jetzt hier unsere eigene Basis bauen. Wie sieht's denn aus? Super. Hier, das wollten wir bauen, genau. Konstruktion. Ach, welch herrlicher Ausblick auf den Ozean. So, dann bleiben wir mal hier oben und dann können wir hier unseren Scheiß noch zusammenbauen. Was wollen wir machen? Wir wollen eigentlich noch eine der Außenwände verstärken. Deswegen brauchte ich das Lithium. Genau. Und dafür brauche ich Titan. Das ist nicht so gut. Titan brauchen wir. Ich meine Titan. Titan. Noch mal eine Reihe mit. Ich glaube, wir brauchen jetzt sehr viel Titan, weil wir jetzt einiges verstärken wollen. Das haben wir schon verstärkt. Ich würde sagen, wir werden die beiden Außensachen hier noch verstärken. Wenn wir das verstärken. Irgendwie bringt das nichts. Kommt mir das nur so vor? Vielleicht verstärken wir mal die Seite noch. Kann ja nicht schaden, dass sie das gemacht haben. So, was wollen wir jetzt hier oben bauen? Wir wollen jetzt hier oben etwas bauen. Aber ich werde mal sagen, wir werden hier einen Cut machen. 37 Minuten. Oh Gott, Eli im Baufieber. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir unser kleines Häuschen zu Ende bauen. Zumindest unser Projekt, dass wir hier alles einbauen, was wir brauchen. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Tschüss.